Ein Dankeschön aus aller Welt erreichte Kirche in Not von jenen Jugendlichen, denen das Hilfswerk ihre Reise zum Weltjugendtag nach Lissabon ermöglicht hat. Für die jungen Menschen aus dem Libanon, dem Irak, den Philippinen oder Venezuela war es der Höhepunkt ihres Lebens, andere Katholiken zu treffen und ihren Glauben gemeinsam mit Papst Franziskus zu feiern. Danke an alle Spender, die das ermöglicht haben. Die Regierung in Nigeria tut zu wenig gegen den Missbrauch von Frauen und Mädchen. Das kritisierte der Bischof von Sokoto, Matthew Kuka. Im Norden Nigerias sei sogar Bildung für Frauen und Mädchen verpönt, weil sie früh verheiratet werden, da man glaubt, dass Frauen nur dazu da sind, zu heiraten und Kinder zu gebären. In seiner Diözese seien die meisten Frauen und Mädchen Entführungen, sexueller Sklaverei, Vergewaltigung und Missbrauch ausgesetzt. Die Regierung zeige kein Interesse an den meisten dieser Fälle. Die Kirche bietet den jungen Frauen einen geschützten Rahmen, bildet sie in ihren Schulen aus und gibt ihnen die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben. Der Wiederaufbau der Kirche im Irak geht voran. In der Stadt Dohuk konnte nun mit Hilfe von Kirche in Not ein neues Seelsorgezentrum eingeweiht werden. In dem dreistöckigen Gebäude befinden sich neben den Büros des pastoralen Teams auch ein Sozialberatungszentrum, ein Sendestudio von Radio Maria und eine Einrichtung der Mutter-Teresa-Bruderschaft für arme und kranke Menschen. Danke an alle, die das ermöglicht haben. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Hilfe.